Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu den Besten Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mhm. Und wir haben zwei Leidensgenossen. Weil sie weibliche Namen haben, aber Männer sind und deshalb wahrscheinlich öfters für Frauen gehalten werden. Also ich meine nichts, worunter man leiden müsste, aber ist das so bei euch? Bei mir ganz häufig so. Auch im Alltag, ne? Wenn ich im Amt, ich war neulich, wollte ich mal meinen Reisepass ausstellen lassen und da wurde ich erst mit Sie angesprochen. Ich musste es dann immer erst mal korrigieren. Die Lästerschwestern. Wir wollen heute darüber reden, warum Männer Pornos gucken. Und schön. Schönes Thema. David haben wir hier einen wahren Porno-Experten. Jemand, ich kenne sie alle. Beschwielte Hände hat. Über welches Genre möchtest du sprechen? So, erstmal so. Wieso wie eigentlich so allgemein gefasst? Lass uns doch da gleich mehr abtauchen ins Thema. Und Robin, du hast sogar richtig Erfahrung, ne? Also ich meine. Ich habe richtig Erfahrung. Als Darsteller. Du hast mit den ein oder anderen Porno gedreht. Den Pornostars geredet, ne? Nee, David und ich waren mal in einem Format, wo wir beide in L.A. gewohnt haben für... Das fängt schon mal gut. Ich 2 Monate, David 1 Monat. Und das hieß The Mansion auf YouTube. Und da war ein Beitrag, den wir da produziert haben, da war David leider nicht dabei, aber da war ich... Ich war schon abgereist. Richtig schlimm. Das war einer der schwärzesten Tage. Ich war gebucht. Da war ich bei Vivid Entertainment, das ist so eine der oldschool größten Pornoproduktionsfirmen, auch denen glaube ich die Rechte an dem Kim Kardashian Pornotape gehören und so weiter. Und wir waren da. Denen gehören die Rechte an dem Tape, nicht denen selber? Nee, also die sind die, die das vertreiben. Ganz häufig so, dass also das Pamela Anderson Tape wird dann auch vertrieben irgendwie über einen der großen. Also die kaufen sich das ein. Ja, genau. Kaufen sich das. Also sie haben aber nicht irgendwie die zugespielt bekommen und so, nee, das ist unseres Regel. Das können sie gar nicht. Ja, aber die Kardashians sind ja sich dann nicht zu schade zu sagen, wenn das eh schon draußen ist, dafür kassieren wir nochmal 3. Ja, die Kardashian hat das doch wahrscheinlich sogar selbst in den Umlauf gebracht. Glaube ich auch, ja. Also zumindest hat sie sehr viel gebracht. Auf jeden Fall waren wir da in dieser Firma und war dann zu Gast in einer Porno-Radiosendung, die tatsächlich dabei also auch im nationalen Satellitenradio läuft, wurde auch relativ erfolgreich und haben erst in der Radiosendung und dann danach individuell fürs Video 2 Pornostars gesprochen mit Ash Hollywood und die andere hieß Ash Hollywood kenne ich sogar, und die andere, wie hieß denn die andere? Ash Hollywood ist blond, schlank, groß, ne? Genau, ja. Also Ash Hollywood war jetzt ein Name, der war relativ leicht zu merken. Nee, groß sind die, glaube ich, alle gar nicht so. Ach stimmt, also, sonst sehen die Penisse so klein aus. Wenn du mal auf der Venus rüberläufst, dann, ich habe die letzten, glaube ich, 10 Jahre auf der Venus immer drehen müssen. Ist sie das hier? Ja, das ist sie. Immer drehen müssen und wenn ich müssen sage, dann ist das tatsächlich ernst gemeint, weil da immer irgendwelche Formate oder sonstige Projekte waren und du ekelst dich zwar viel, aber du bist auch sehr überrascht, wie klein die Darstellerinnen zum Teil sind und wie verbraucht sie sind. Und vor allen Dingen in 10 Jahren siehst du den krassen Verfall, den einige ich Frauen... Ich glaube... Wir hatten eine Darstellerin, Fickschnitte 18 hieß sie. Ich glaube, sie war nicht mehr ganz 18, aber Fickschnitte sah mit den angeblichen 18 schon aus wie 36 und 4 Jahre später wie 136. Also dieser Job macht ganz viel mit dem Körper. Jedes Mal, wenn der Penis, der Lachs rausgezogen wird, dann wird auch ein bisschen Lebensenergie rausgezogen. Ja, also, es ist wirklich Raubbau am Körper. Und, 100 Pro, du machst ja was wider deiner Natur eigentlich in der Form, in der Intensität, wie du es betreibst. Bei uns würde die Fickschnitte, die Bimsbämme heißen. Bimsbämme. Ja, die ganz häufig geht es auch auf die Psyche, weil das viele auch, also und das ist, glaube ich, das macht sehr viel. Deswegen hören wohl sehr viele auch auf wegen psychischen Problemen, höre ich immer wieder. Ja, also ich kann ja aus persönlicher Erfahrung indirekt erzählen. Also erst waren wir in dieser Radioshow und allein das macht, glaube ich, schon einfach richtig fertig, weil du redest, es war quasi Ash Hollywood und noch irgendeine andere Pornodarstellerin, die da quasi zusammen nichts anderes gemacht haben, 1 Stunde lang, außer sich halt
darüber zu unterhalten, was sie sich gerade wo reinschieben. Und dann, und da waren wir dann mit on air und hatten halt auch Kopfhörer an. Aber zugucken durftet ihr nicht. Und nein, das Ding ist, die sitzen einfach nur. Die sitzen da genauso, wie wir jetzt hier gerade sitzen. Sie schieben nicht. Das wird auch nicht gefilmt. Nur Illusion anlegen. Das ist ja nur quasi für den Kopf. Also es ist quasi Porno für die Ohren. Und so hättet ihr eure das Firma nennen können. Für die Ohren. Statt auf die Ohren. Porno für die Ohren. Und da hat dann so, als wieder einmal so ein Typ angerufen und der stöhnt dann halt einfach so für 3 Minuten ins Mikrofon, solange irgendwie er die Hotline bezahlen kann. Und die stöhnen dann zurück. Und es war halt wirklich so, wir hatten halt diese Primatenfernsehen. Das war auch richtig professionell. Also das war ein richtiges Radiostudio. Also nichts gegen euch, aber das Studio war so 5 Level produktionell über dem, was wir hier gerade haben. Das war so ein fettes Ding mit so richtigen Profi-Kopfhörern. Also wir saßen da und du hörst halt wirklich so. Oh, Ash, oh, ja, und dann sie dann zurück, oh, ja, oh, das war wirklich einfach nur richtig schlimm. Das ist Raubbau am Eigentor. Und da muss man ganz offen sagen, das Auf-die-Ohren-Festival ist ja dann demnächst. Darf man Wünsche äußern? Ja, bitte. Oh ja, wie hieß der Sender? Ich glaube, der heißt einfach Vivid auf Sirius, Vivid TV Sirius FM oder sowas. Ja. Ficken FM. Ob der da auftreten kann. Und wenn es das nicht gibt, kann man das ja schaffen. Ja, finde ich gut. Oh, ich weiß nicht, ob das so... Pornocast, ich meine, der Name ist ja auch schon gegeben eigentlich. Porncast. Ja, da sind Leila und Ines dieses Jahr da? Darüber darf man noch nicht reden. Darüber darf man noch nicht reden. Also okay. So viel sei verraten, wir sind noch im Gespräch. Also nein. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich leider wirklich sagen, von deiner Geschichte, dass da nicht aktiv masturbiert wurde von den Frauen. Ja, aber ist doch irgendwie, also ich glaube, eine Stunde lang dann da wirklich zu sitzen. Ja gut, dann hätte man da ja auch irgendwelche Laiendarsteller, beziehungsweise vor allem ich bin mir auch relativ sicher, dass die Damen, die beim Sextelefon früher gesessen haben, bei dem ich tatsächlich, glaube ich, als 12-Jähriger auch einmal angerufen habe, dass die nicht jedes Mal da saßen und, na Süße, ich schieb mir jetzt gerade das und das dann getan haben. Genau, ja, aber genau deswegen. War schon ganz trocken unten rum. Deswegen bin ich also enttäuscht, dass bei dieser Pornosendung wirklich Pornodarsteller sitzen und das dann nicht machen. Ja. Bei dieser Hotline war mir das klar, dass da wahrscheinlich nicht so attraktive Frauen sitzen, wie ich sie mir geistig vorgestellt habe und auch wahrscheinlich nicht den Akt betrieben haben aktiv, aber bei seiner Pornosendung... Ja, die saßen da wirklich auf jeden Fall, aber sie haben es nicht wirklich gemacht. Was ich immer spannend finde bei Pornostars, warum geht es so auf die Psyche, ne? Eigentlich macht man ja die schönste Nebensache der Welt, aber warum zerstört einen das so? Ist das die moralische Bewertung von außen? Ist es der zerstörerische Akt an sich, weil im Sex im Pornos ja meistens ziemlich respektlos stattfindet? Was ist es? Oder ist es die eigene Historie, warum Menschen überhaupt in die Pornoindustrie kommen? Oder ist es vielleicht eine Mischung aus allem? Ich glaube, es ist all of the above. Also ich glaube, es ist vieles. Also die Ash hat uns dann damals zum Beispiel erzählt, dass sie das quasi einfach so freie Liebe mäßig so, ich lerne ganz viel über mich und meinen Körper und was ich will und ich bin ja auch noch jung und ich verdiene richtig viel Geld, auch für mein Alter und im Vergleich zu meinen Freunden, und wir waren auch bei der dann in der Wohnung, also ich glaube, weiß nicht, ob das jemals öffentlich erzählt wurde, aber die hat dann hinterher mit einem von den Leuten, die damit in dem Haus waren, die Nummer ausgetauscht und hat uns dann abends auch noch eingeladen. Und ich war nicht da. Und du warst nicht da. Und wir waren mit ihr im Club und waren dann bei ihr auch zu Hause. Und mit Ash? Ihr wart mit Ash im Club? War und mit Ash im Club und war mit Ash. Ist da was passiert? Nein. Ist nicht passiert. Nicht. Nur mal anfüttern. Aber die hatte einen riesigen Loft in Downtown Los Angeles. Also die hat sicherlich sehr gut verdient, hatte auch coole Freunde. Also der eine Typ, der dann mit uns da im Club war, war irgendwie einer der Besitzer von einem der Star-Restaurants in L.A. und so. Also wohlhabende junge Dame gewesen. Abhängigkeit. Und die meinte halt so, genau, es schafft aber einfach. Und sie meinte halt, ja ey, wenn ich, ne, ich verdiene richtig viel Geld und wenn ich irgendwie mit 23 das nicht mehr machen möchte, keine Ahnung, wie jung die war halt einfach super jung, dann habe ich ja die Freiheit, das zu tun. Aber du hast auch schon gesehen, also ich meine, wir waren in L.A., aber die Menge an Drogen, die einfach nur in dem Zeitraum konsumiert wurden, in dem wir zusammen Zeit verbracht haben, da war halt von Koks über Pilze über Marihuana alles dabei. Ne? Also bitte nicht Koks und Pilze vergleichen. Ich glaube, die ganze Bandbreite. Ne? Ich glaube, Porno hat halt eben auch sehr viel was Selbstzerstörerisches. Ich kenne eine deutsche Darstellerin, die ausgestiegen ist und die sagte, dass für sie zwei Dinge, also A, der Akt, der dann in Filmen, ne, oftmals sind das ja dann auch Sachen, die willst du zum Teil gar nicht machen, manchmal mit Personen, mit denen du das nicht machen willst.
Aber auch ganz häufig ist die Entscheidung, in den Porno zu gehen, eine, die vielleicht nicht ganz durchdacht ist oder eine, die aus einer reinen Not heraus ist oder weil man schon selbstzerstörerisch drauf ist und sich denkt, so jetzt gebe ich dem Körper, aber auch dem Leben, weil man ja schon irgendwie davon ausgehen muss, als Pornodarstellerin wird es danach möglicherweise schwierig. In Deutschland auf jeden Fall. In Deutschland haben wir eine absolute Mediendiskriminierung, das sage ich immer, weil du kannst nicht Pornodarsteller sein und dann die Tagesthemen vorlesen. Also, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, sei mal dahingestellt. Also, hat, glaube ich, noch nie stattgefunden. Nee. Und selbst wenn man die Fähigkeiten hat. Das ist ein extremes Beispiel. Michaela Schaffrath ist ja, schon auch, ne, sie aber, ist aber ja, bei, also bei ist auch immer wieder auf dem Venus-Plakat. Also jetzt hier, Sibel Kekilli ist, finde ich, das beste Beispiel, ne? Also die, da ist die ja erst nachdem ihrem, sie bekannt wurde. Genau, da ist nachdem sie im, in dem Film und bekannt von amerikanischen Medien aufgegriffen wurden, dadurch bekannt gemacht worden und dann kam wieder, oh, jetzt können wir sie in Deutschland ja auch nehmen als normale Schauspielerin. Und Stoiber ist mittlerweile stolz darauf, dass er sie küssen durfte. Ja. Nicht, ja. Weiß ich nicht. Aber also gefühlt hat das glaube ich, so schon... Also wie ich das damals mitbekommen habe oder auch dann danach durch Game of Thrones und so weiter, war das schon mal wieder so ein krass, das echte Schauspielerin, die aber Pornos gemacht, oh lol. Also es ist weit. Ich glaube, es kam so auf bei Gegen die Wand, dem Fatih Akin Film. Auch, ja. Da, genau. Da hat die Bild sich drauf gestürzt. Ja, und da war auch der Stoiberkuss oder die Stoiberumarmung, der sich dann danach distanziert hat von der. Ich möchte sie nur mit meiner Hand in Form meines Penises berühren. Jetzt sind wir aber schon sehr... Es geht eigentlich gar nicht darum, warum Männer Pornos gucken, sondern ja, aber um die Industrie an sich. Habt ihr auf Sibeli Kekilli masturbiert? Nee. Die finde ich nicht attraktiv. Okay, warum guckt ihr Pornos? Ich glaube, ich habe das neulich erst wieder gelesen, da ging es darum, dass für Männer Masturbieren oder beziehungsweise Pornos gucken eher Stressabbau ist als tatsächliche Lustbefriedigung. Und ich habe bei mir häufig das Gefühl, dass es genau das ist. Also ich merke, dass ich in gewissen Situationen, wo ich merke so, also jetzt wächst mir alles über den Kopf, dann... Meist so mitten im Meeting. Ich muss mal kurz. Dann muss die Nummer raus. Klick, klick, klick. Lachs raus. Und dann gucke ich halt, wo ich gerade Bock drauf habe. Also da ist gar nicht so, dass ich dann, du hast vorhin gefragt nach einem Genre, das habe ich gar nicht. Ich habe tatsächlich so, heute habe ich Bock auf das, heute Morgen Bock auf das und ich habe so meine 10, 15 Favorites, manchmal Darstellerinnen, manchmal so Arten von Videos, zum Beispiel gerade aktuell habe ich meine Party-Club-Phase. Mhm. Ihr diese Sex-Party-Videos? Ja, die so zufällig entstanden. Die so, wo dann irgendwie immer so eine, die sind immer in Osteuropa gedreht, ja. 50% der anwesenden Damen guckt immer so leicht verstört so an der Kamera vorbei, weil sie da so Geld fürs Tanzen bekommen, aber niemanden anfassen und die Hälfte ist, da fragst du dich immer so, klar, einige sind Darstellerinnen, aber bei einigen, das sieht dann so unbeholfen aus, da habe ich das Gefühl, die sind dann einfach betrunken genug, um dann auch noch mitzumachen. Das sind so die glücklichen Fälle, wo es dann mal klappt bei denen. Und das wird, ist dann immer so gefilmt, dass du für 15 Sekunden das dann siehst, dann läuft wieder irgendeiner im Bild vorbei, dann schneiden sie um, dann sind wir ganz woanders. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das angucke, aber ich habe irgendwie ein Fable gerade dafür. Dafür ist so mein Party-Ding gerade. Du hast jetzt eigentlich mehr die Frage beantwortet, warum masturbierst du und nicht, warum guckst du Pornos? Aber ich gucke ja Pornos nicht, weil ich nicht masturbieren wollen würde. Also ich meine, das eine hat mit dem anderen direkt nicht mehr. Vielleicht aber nur einfach Pornos zur Unterhaltung, war eine gute Story. Also diese Clubszene kommt mir unrealistisch vor, der Eintritt scheint also hier irgendwie. Du könntest ja auch Porno-Reviews machen. Also dein Letterboxd-Account. Es gibt jemanden. Wir haben auf unserer Live-Show bei den Lästerschwestern letztes Jahr einen YouTuber, Tanzverbot heißt der. Der hat einen Kanal auch auf Pornhub, wo er Pornos reviewt und wirklich im Bademantel da sitzt und sagt so, und dann siehst du dann so, wie er so mit den Bewegungen des Pornos dann so den Kopf auch so leicht verdreht ist, also da kommt aber ordentlich was, also hier. Aber da macht er auch wirklich dieses Realismusprüfen. Also ich habe ja das erste Video, was wir auf der Live-Show gezeigt haben, in Anführungszeichen, also wir haben es extrem zensiert, wir haben quasi nur seine Reaktion gezeigt, nicht das Originalvideo. Also überall Biken. Das war irgendwie so, Mann verleiht Frau an besten Freund oder sowas. Und dann so, jetzt da so, wie es losgeht, ja, muss ich sagen, also, so wie die miteinander umgehen, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das wirklich beste Freunde sind. Und, genau, sie legt dann auch Hand an sich und er sagt so, ja, das ist typisch, viele Frauen kommen nur zum Orgasmus, wenn sie selbst die Hand noch mit ins Spiel. Also es ist teilweise auch so analytisch. So, krass, so, also, dass er dann wirklich, statt zu sagen, die Alte, die sieht geil aus, sondern tatsächlich so fast so wie Tipps für die Jugend mit Education. Das war sehr, sehr, sehr überraschend. Also, das fanden wir sehr interessant. Dieses Genre ist schon beackert, ihr beiden. Ja. Ah, sehr schön. Robin, dein Name ist ja schon sehr nah dran am Porno, Robin Blase, ne? Ja. Warum guckst du Pornos, falls du Pornos guckst?
Jetzt, wo ich in einer festen Beziehung bin und Vater ein Kind ist, gucke ich keine Pornos auch mehr. Auch davor nicht, ich bin straight edge, ich habe noch nie einen Porno in meinem Leben gesehen. Ich hatte das schon mal, also können wir gleich nochmal drüber reden, ja, über, ich auch. Ich über Frauen, die das verbieten. Das, genau, Frauen, die das verbieten. Die sagen, du kannst doch nicht Pornos gucken, ja. Warum guckt man Pornos? Also einfach, warum guckst du Pornos, ist die Frage. Warum gucke ich Pornos? Ich schätze mal aus demselben Grund wie alle anderen auch, oder? Oh, also, weil es halt geil ist, das anzugucken. Nein, Robin, das ist nicht der Grund. Ach so, Mist. Da bist du ganz alleine. Ja. Ich finde die Frage super, super. Ich habe sie schon beantwortet. Lass mich. Du hast sie schon beantwortet. Ich würde gerne. David, so ohne Scham, weil ich mir auch zu dir einen runterhole. Fertig. Am besten vor dem Meeting und nach dem Meeting. Und es, schon hat es Pep. Es regt die Fantasie an. Es ist schön anzugucken. Es hilft. Jetzt würde ich gerne mal dazu die Pornobilder sehen, die du tatsächlich guckst. So, es regt die Fantasie an, es ist schön an. Ja, ich finde, so eine leicht bekleidete Frau auf der Blumenwiese. Aber ich glaube, es geht doch hier allen im Raum es geht doch allen im Raum auch so, dass sie zum Teil durch die Pornos auch unerfüllte Wünsche quasi erfüllen, durch den visuellen Reiz. Also ich habe das zum Beispiel auch, eine Ex-Freundin von mir hatte auf ganz bestimmte Praktiken keine Lust. Und dann merkte ich, wie ich immer mehr Pornos suchte, die genau diese Praktik beinhalteten. Weil Sex mir, im Club. Weil mir das gefehlt hat. Ja, so genau, das einer zum Beispiel könnte das sein. Ja. Was wäre das zum Beispiel bei dir gewesen? Bei mir war das Analsex so. Das hast du ja immer mal wieder, das das nicht. Und ich muss dazu sagen, bei mir ist es gar nicht so, dass ich sage, so ohne Analsex geht's nicht. Aber wir haben doch nicht miteinander geschlafen. Aber das Verbot an sich fand ich immer so, das fand ich so unsexy, dass dann so ein Need entstanden ist, den ich dann durch diese Filme befriedigt also habe. Also das kenne ich von mir auch, und zwar mit Doggystyle. Ich hatte eine Freundin, die das irgendwie nicht so, die konnte das irgendwie. Oder, beziehungsweise weil du zu groß warst. Ja, genau, das wäre natürlich mein Wunschgedanke gewesen, aber das war es natürlich nicht. Und ich habe echt gemerkt, dass ich in der Zeit auch viel mehr Pornos geguckt habe, wo die Doggy-Style waren. Aber ich mochte halt deinen Fuß im Gesicht nicht. Auf dem Kopf. Und es hat dann auch so eine Perversion angenommen, dass ich dann immer, es mussten immer größere Ärsche werden und es musste immer mehr. Immer ist sie in der Zeit auch kräftiger geworden? Nein. Also es waren ja die Pornos, sie ist gleich geblieben, die Pornos haben sich verändert. Kann ja sein, dass... Und dann, als sie dann, irgendwann ging es dann doch, anscheinend hat sie da vielleicht auch geübt, keine Ahnung, ist das weniger geworden. Und dann hat sich dann wieder eine neue Nische aufgetan. Mhm. Interessante Theorie, die er da aufmacht, dass so Porno die Abreaktion auf das ist, was man zu Hause nicht erfüllt kriegt an Wünschen. Würde ich meinen, so weil Robin gerade sagte, man kann damit Robin so guckt ja diese Windpornos, wo viel Wind, mehr Wind, das Haar muss mehr flattern. Jetzt schlaf bitte nochmal. Ein bisschen mehr Sonnenschein, ein bisschen leichte Hafenmusik im Hintergrund. Also jetzt zeig dein gebleachtes Arschloch. Welche Pornos mir gar nicht gefallen, es gibt ja schon seit längerem diesen Trend. Cuckold, oder? Nee, nein. Dieses Cuckold, so, wo so irgend so ein Mann daneben sitzt und kennt ihr das? Ach so, ja. So ja, der ja. Trend das ist doch das, was der Tanzverbot da reviewed hat. Mann verleiht seine Frau an anderen. Ah, ja, genau. Ja, aber in den Dingern sind die Männer so ganz nah mit dran. Also ich glaube da nicht zum Teil so, sogar nicht mal das, sondern sind dann irgendwie, das siehst du ganz häufig, wenn die dann mit dem Gesicht ganz nah dran sind, damit sie noch mehr erniedrigt werden. Ah. Also ganz, das ist so eine Erniedrigung ist damit dann noch mit. Also die bringen dann die Männer auch mit, das kenne ich, dass sie die Männer mitbringen und sagen, guck mal hier, ich habe dir einen gebracht, der dich mal richtig durchführen kann. Hulk Hogans Manager, glaube ich, hat Hulk Hogan gebeten, mit seiner Frau zu schlafen. Ja, sowas wäre so. Ach, da ist ja dieser ganze Hulk Hogan-Skandal mit Gorka durch entstanden. Der genau, weil so sie haben das. Das war genau das. Da hat der Mann Hulk Hogan eingeladen. Ich weiß nicht, ob sein Manager war. Nimm mal meine Frau ran. Okay. Ein bester Freund, genau. Und hat das aber gefilmt und da aus dem Porno online gestellt. Den hat Gorka geteilt und dann ist die ganze Firma pleite gegangen. Oh, wer hat die Rechte an diesem Film? Niemand gehabt. Deswegen ist Hulk ja Gorka pleite gegangen. Weil das war die Kardashians. Was war dein. Also, es war überhaupt nichts Perverses, sondern es gibt diese Softcore auf ganz lieb und ganz schön gemacht und dass sich auch ganz viel Zeit genommen wird am Anfang. Slow Sex. Also wirklich, Porno. Wo der Porno schon, die sind auch ganz klinisch rein. Also da hat man das Gefühl, die haben sehr schön gefilmt, auch so mit so einer Steadycam, genau. So richtig schön, Glidecams und richtig. Das finde ich schön. Und das Sperma am Ende hat einen schönen Weißabgleich. Weißt du, das finde ich gut. Filmisch gut gemacht. Wenn das eine gute Produktionsqualität hat und du denkst, das könnte auch ein Oscar für Cinematografie gewinnen. Na, es muss schon ein bisschen dreckig sein. Finde ich auch. Ja, so ist bei mir auch. Ich mag diese langsamen Dinger nicht. Nee. Diese Und was ich auch neu entdeckt habe, was ich auch cool finde, ist, wenn die Gesichter weggeschnitten sind. Also wenn die anonym sind und man nur die Körper hat. Das ist bei Pornhub ganz dicke, ne? Das sind so Pärchen, die nicht als solche erkannt werden wollen. Das finde ich wiederum nicht so cool, weil ich brauche so zum Gesamtbild gehört für mich auch die Gesamterscheinung dazu. Skurrilerweise. Max, warum guckst du Pornos? In erster Linie, um zu masturbieren. Ich habe gerade dieses Stressabbauen, das ist definitiv nicht bei mir. Mhm. Es ist wirklich oft eigentlich nur noch eine Befriedigung. Langeweile. Okay.
Nee, klassisch einfach nur eine Befriedigung. Also wirklich, ich denke so, oh, jetzt könnte es gut passen. Und es geht schneller mit Pornos. Also ich, ohne Pornos ist es oft ein Kampf, den ich gar nicht eingehen will. Habt ihr das auch so, dass wenn ihr richtig guten Sex hattet, dass ihr dann vermehrt vielleicht Pornos guckt oder onaniert? Ja, die Libido ist halt erhöht und man hat eine andere Produktion an Hormonen. Also komischerweise ganz oft, wenn ich mal Sex hatte, der gut war, sorry, falsch formuliert, wenn ich guten Sex hatte, 1700. Dann hole ich mir meistens sogar noch an dem Abend einen runter. Ganz komisch. Ja, ich muss ja für mich sagen, dass ich vermeide Pornos. Ne? Also ich habe bestimmt jetzt schon 4 Monate kein Porno mehr geguckt. 3-4 Monate. Ich halte es tatsächlich nicht für gut. Also für mich persönlich ist es nicht gut. Mhm. Das Bild von Frauen oder der Umgang, also nicht Robin, die Pornos, die du guckst, aber die Pornos. Leicht gestreichelt mit einer Feder. Auf einer großen, geht's dir nicht, das ist zu unangenehm. Aber geht es dir denn da um die Filme, wo die halt so wirklich wie ein Stück Fleisch um die Gegend geworfen werden von 3 großen, muskulösen Männern und dann misshandelt werden? Ich habe mir auch die Gangbang-Pornos angeguckt. Ja, finde ich auch nicht so toll. Nee. Aber irgendwie finde ich, ist das nie der Sex, den ich zumindest in meinem logischen Verstand haben will. In meinem anderen Verstand vielleicht schon, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich Angst, dass da so eine unterbewusste Tür aufgemacht wird, wenn ich mir so richtig dreckigen Scheiß angucke. Und außerdem will ich nicht, dass es in meinem Kopf bleibt. Weil ich kann mich noch ganz genau erinnern an den ersten Porno, an den ich, also den ich geguckt habe. Das war so ein Ding, was einer, der bei uns immer den Computer repariert hat, dagelassen hat. Und ich habe mir den bestimmt 150, 200 Mal angeguckt. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich den so oft gesehen habe, sondern die Art, wie der gemacht war. Das war so eine Frau, das war, glaube ich, Bang Bros war es. Und da wurde so eine Frau in so einen Van eingeladen und mit immer mehr Geld dazu. Nee, das ist Bang Bus. Es war Bang Bus und da wurde eine Frau in so einem Bus der eingeladen. Profi. Das ist der Profi. Aber das gehört zu seinem Firma. Also. Achso, da ist der wahre Profi, der hinter ihm Bang Bros ist die Produktionsfirma, Bang Bus ist das Format. Okay, jetzt haben wir es. Und immer mit mehr Geld dazu überredet, irgendwelche Sexsachen zu machen. Und ich dachte mir so, wow, so funktioniert die Welt. So, ich habe das gar nicht gecheckt als 14-, 15-Jähriger. Und ein bisschen ist es immer noch so, dass es ich möchte nicht, dass mein Weltbild von Pornos beeinflusst wird. Das ist richtig, das kann ich verstehen. Also ich habe natürlich, Nachtschrank meines Vaters eine alte Videokassette gefunden, bei der ich gleich beim ersten... Das ist gar nicht so weit weg, hatte ich nämlich letztens auch. Beim ersten Mal, neulich aber erst gefunden, oder? Das hast du erzählt. Also, und ich hatte wirklich das richtig große Problem, dass die stecken geblieben ist und dann ein riesen Bandsalat passierte. Und dann musste ich den Videorekorder aufschrauben, damit ich das Ding da wieder rausbekomme. Es waren dann leider Knicke drin und du hast dann an den gewissen Stellen waren dann auch so Rauschen zu sehen. Mein Vater hat aber nie was gesagt. Aber da war es halt wirklich so ganz durch so eine krisselige Kamera mit Leuten, die sehr behaart waren, genau dieses. Geil ist, dass dein Vater nie was gesagt hat. So ein Penis-Enlargement-Mittel bestellen, was nicht ankommt übers Internet. Bei wem beschwerst du dich da? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er so weit überhaupt gekommen ist, weil ich habe mir noch alles ganz genau angeguckt. Für mich war das ja überhaupt nicht zu erklären, was da gerade passierte. Oder du hast das Video per Hand geschnitten und so ist deine Leidenschaft für Videoschnitt entstanden. Das siehst du, ne? Da hat es angefangen. Also das verstehe ich, aber ich finde immer, ich habe das nie verstanden, wenn auch heute Leute sagen, Pornos ist auch, das haben wir ja auch als Influencer, hören wir häufig, dass Pornos sollte man nicht propagieren, weil die sind schlecht für die Entwicklung und sie wären schlecht für den Sex an sich, wie Leute Sex erleben. Ich persönlich habe das nie nachvollziehen können, weil ich finde, mein Sexleben ist definitiv durch Porno gucken besser geworden, meiner Ansicht nach, ich habe schon Pornos geguckt zu einem Zeitpunkt, wo ich definitiv noch nicht alles ausprobiert habe und auch da sehen konnte, dass es definitiv Sachen gibt, die ich noch ausprobieren möchte. In welcher Form ist dein Sex besser geworden? Also wo war die Qualitätssteigerung? Qualitätssteigerung insofern, dass ich durch das, was ich gesehen hatte, neugieriger geworden bin und diese Neugierde dann im Bett umsetzen wollte und dann zum Glück immer wieder auch auf Partnerin getroffen bin, die da mitgemacht haben. Aber ich bin mir relativ sicher, dass auf manche Sachen wäre ich möglicherweise alleine nicht gestoßen. Zumindest hättest du sie dann vermisst? Das ist dieses Henne-Ei-Ding. Ich würde eher sagen,
Also gut, das ist so, als ob man mich fragt, hätte ich meine Tochter vermisst, wenn sie nie geboren wäre. Also, das ist ein harter Vergleich. Ja, das ist ein komischer Vergleich. Also ich kann zumindest sagen. Das gehört dem besten Vater vor. Ich kann zumindest sagen, ne, wenn ich jetzt hinterher sage, dass ich es so gut finde, dann kann es keine schlechte Wahl gewesen sein. Ich kann aber auch nicht sagen, dass, ne, weil ich habe nicht jedes Mal total ausgefallenen Sex oder muss Sex im Club haben. Mhm. Ich finde trotzdem immer noch den guten, sanften Sex toll, finde aber richtig gut, dass es eine große Bandbreite gibt, die ich selber auch abrufen kann, abrufen möchte. Ich finde, Pornos haben da meinen Horizont irgendwie geöffnet. Es kann natürlich auch sein, dass ich mir das einbilde und dass das irgendwie auch durch die Frauen gekommen ist, die ich getroffen habe. Aber weil auch immer mehr Frauen Pornos gucken, habe ich das Gefühl, da treffen so zwei Welten aufeinander, wo die Frauen immer aufgeschlossener sind und die Männer immer aufgeschlossener und sich das irgendwie in der Mitte trifft. Also ich kann eins bestätigen, dass man auf jeden Fall als Mann mutiger geworden ist, Sachen auszuprobieren. Also ich habe das selber bei mir erlebt, dass ich dachte, bestimmte Sachen darf man irgendwie nicht machen oder sollte man nicht machen, weil das die Frau irgendwie vielleicht gar nicht will und ich dann irgendwie was mache, was total pervers ist. Ich darf die nicht irgendwie von hinten bumsen, darf das gar nicht, muss alles missionarisch sein. Im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht wäre es aber doch schöner gewesen, mit einer Partnerin zusammenzukommen, mit der man das dann organisch gemeinsam entwickelt. Aber es ist natürlich extrem schwer, jemanden zu finden. Und da muss ich auch für mich sagen, waren Pornos für mich Horizont erweitern. Ich muss sagen, gerade wenn es ums Thema rauen Sex geht. Ja, genau. So, ich glaube, als es das erste Mal kam, dass eine Frau zu mir sagte, mach mal Dollar, beziehungsweise schlag mich. Ja. Habe ich gemerkt, so, also aus mir heraus kam das nie. Ich habe nie habe nie empfunden, ich will eine Frau schlagen. Ich fand das immer zutiefst erniedrigend und wollte das einem anderen Menschen nicht antun. Heute muss ich sagen, so, ich gehe nie zu weit, weil das finde ich immer noch so, ich muss niemanden verprügeln, aber ich finde Braunsex schon gut. So, aber ich glaube, als mir das gesagt wurde, so als Ansage, fand ich es gut zu wissen, dass ich solche Sachen alle schon mal gesehen hatte und ein paar Sachen einfach mal dadurch aus dem Kopf abspulen konnte, ausprobiert habe, statt mich dann mit ihr hinzusetzen und zu sagen, wie machen wir das jetzt? Mhm. Überlegen wir mal. Also haue ich dir jetzt genau auf die Fresse? Du lebst ja immer eine Vorgabe dann eigentlich ein Stück weit. Ne? Also aber ich kann mich ja trotzdem rantasten an ein Idealbild, was ich dann selber finde. Also ich bin ja nicht so eingeschränkt, dass ich sage, okay, das habe ich jetzt so gesehen und in dem Winkel muss ich jetzt zuhauen, sondern ich habe natürlich daraus, was ich da irgendwo gesehen habe, das gemacht, was ich heute toll finde. Also ich finde es auch eher so, dass es eher den Prozess normalisiert. Also dass man wirklich sagt, ich muss dann keine Angst haben, wenn ich zum Beispiel auch diese Wünsche habe. Wenn ich zum Beispiel es cool oder schön finde, einer Frau beim Sex auf den Arsch zu hauen, das vorher aber nie gesehen habe und mich das vielleicht auch nie traue und dann eine Partnerin habe, die das vielleicht auch selber nicht forciert, dann werde ich diese Erotik für mich niemals ausleben können. Aber wenn man das im Porno mal gesehen hat, sage ich, ja, warum nicht? Scheint normal zu sein. Wie alt wart ihr denn, als ihr zum ersten Mal sozusagen mit Internetpornografie in Kontakt getreten seid? Ja, stimmt, weil ich glaube, dass das Problem, was heute oft diskutiert wird, ist ja eher, dass Jugendliche oder sogar Kinder heute durch, weil die halt mit 10 Jahren schon Smartphones haben, halt in der Schule irgendjemand hat einen größeren Bruder oder einen Cousin oder was weiß ich, irgendjemand kennt das, zeigt dann auf dem Schulhof, hier, guck mal hier, Pornhub.com und plötzlich sind die alle mit drin und Kinder haben heutzutage halt den Kontakt und die Jungs denken sich alle, oh mein Gott, der Penis, den der Typ da hat, ist 2 Meter lang. Dabei wie soll ich damit mithalten? Klein. Und die Mädchen denken alle, oh Gott, das muss ich... Ich muss mir dringend eine kleine Freundin suchen. Das sieht auf Fotos einfach besser aus. Das muss ich als Frau muss ich das alles machen und so weiter. Und ich glaube, da ist eher das Problem, wo man sagt, dass Pornografie da gefährlich ist. Ich glaube, es geht nicht darum, dass erwachsene Männer, die zum ersten Mal aufs Internet stoßen, plötzlich denken so, oh, jetzt muss ich mit Frauen ganz anders umgehen. Ich glaube, ich habe mit 20 den ersten Internet. Genau, weil das Ding ist, das Internet kam mir erst hoch, als ich 20 wurde. Ja, genau, das ist der Unterschied. Und ich bin da vielleicht ein bisschen, ich bin da, glaube ich, genau fließend mitgekommen. Also das Internet kam auf, umso älter ich wurde. Und das heißt, ich bin da genau mitgewachsen. Aber ich glaube, die Generation, die jetzt in den letzten Jahren damit in Kontakt gekommen wird oder jetzt die auch kommt oder auch unsere Kinder, die werden ganz anderen Bezug zur Sexualität haben, weil du halt so viel früher auf diese Webseiten kommst. Also wann hast du denn deinen ersten Porno gesehen, Robin? Ja, ich schätze mal mit 14, 15 oder sowas, stimmt. Also auch genauso in der Pubertät. Halt. Also ich erinnere mich noch, dass ich meine ersten Vorlagen, die ich hatte, war der Otto-Katalog von
meinen Eltern. Und Tutti Frutti war es bei mir. Ja, genau, und da die Dessous-Abteilung und viel besser, was ich viel später herausgefunden habe, war die Sexspielzeugabteilung, weil da waren die Frauen auch wirklich nackt. Mhm. Nur in der Dessous-Abteilung hatten sie noch Dessous an, die halt alles verdeckt haben. Oh, und die private Fotosammlung von deinen Eltern. ihr habt alles Töchter, oder? Ja. Ja. Das heißt, ihr seid zumindest so nicht an dem Punkt, wo ihr den Jungs sagen müsst, so jetzt hör aber auf, an dir rumzuspielen. Doch, ich habe auch einen Sohn. Ach so, du hast auch einen Sohn. Mhm. Ah, okay. Ah ja, da würde ich nie irgendwie. Habt ihr da, kommt dann irgendwie, ich weiß nicht, wie alt sind eure Kinder, habt ihr irgendwie Sorge oder gibt es so diesen Punkt, wo ihr jetzt schon überlegt, wie geht ihr damit um mit dem Thema? Mit der Sexualität? Ja, sei es Aufklärung oder mit Pornos oder wie haben die Kids, kriegen die Kids Handys in einem frühen Alter? Meine Nichte hat zum Beispiel mit 9 ein Handy gehabt und da musst du ja davon ausgehen, dass sie irgendwie damit konfrontiert wird. Klar. Nee, ich würde, also mein Kind soll auf eine Waldorfschule. Also ich denke so. Und Sex tanzen. Dann einfach. Ja. Lerne erstmal Sex zu atmen und zu tanzen, bevor du ihn hast. Nee, und ich denke so mit 12 vielleicht. Also es ist ein schwieriges Thema, weil man nicht so richtig voraussehen kann, was in 10 Jahren sein wird, wie sich die entwickelt. Mhm. Aber Handys, ich hätte auch 12 Jahre gesagt, aber weil du sagst Sexualität, ich würde schon gerne, dass überhaupt eine intensivere Aufklärung stattfindet, als wie ich es erlebt habe, dass man das eigentlich in der Schule im Sexualkundeunterricht mitbekommen hat und dann irgendwann meine Mutter oder mein Vater mal gefragt hat, sag mal, weißt du eigentlich, wie das funktioniert? Und dann kriegt man so einen 10-Minuten Crashkurs, das allen unangenehm ist und am Ende hoffentlich ist es damit geklärt. Das, da würde ich schon gerne von früh, so nicht so früh wie möglich, aber ab dann, wo es Zeit ist, sich damit zu befassen. Das fängt auch jetzt schon an. Ich habe Oma immer gesagt, ich werde blind, wenn ich an mir rumspiele. Siehst und Oma, es gibt sowas wie Laser. Für die Genitalien. Weg damit. Ja, aber ich glaube, das ist das große Problem. Also, dass halt durch diese Übersexualisierung in der jungen Generation, diesen frühen Kontakt, halt ganz andere Vorstellungen davon kommen, was Sex eigentlich ist und wie man mit Frauen oder auch mit Männern und so weiter umzugehen hat. Das ist ja auch der Kritikpunkt, den ich immer an. Und Körperbildern auch vor allem. Ne? Die sind ja alle perfekt in Pornos. Genau, ja. Aber eher die Frauen als die Männer, oder? Ja, aber die Frau, also die Männer haben ja auch schon, klar, also die Männer lassen sich häufiger mal gehen, aber es gibt ja schon die Exemplare, die einfach. Gut, die Männer sind alle gut bestückt, sind meistens muskulös und die Frauen haben alle riesige Möpse, riesige Ärsche. Guck dir doch jetzt an, Shirin David, wie sie aussieht. Fast so, wie, also im Grunde wie Nicki Minaj. Mhm. Und das ist so das Körperbild der Jugend, zumindest der. Hat die sich operieren lassen? Ja. Hat sie auch öffentlich. Den Hintern hat sie sich vergrößern lassen. Wie machen die denn das? Silikon rein? Ja. Oh, okay, aber es gibt auch mal Eigenfett. Ja. Eigenfett, okay, ja. Aber das ist auch mein frag nur für mich. Vielleicht Luft aus dem Gehirn abgepumpt. Man weiß das auch. Das ist mein großer Kritikpunkt immer an Katja Krasavitsch, die ja quasi so die Pornodarstellerin der ganz Jungen ist irgendwie. Also die nicht auf Pornoseiten gehen wollen, gehen halt auf YouTube und gucken sich dann Videos an, wo jemand quasi halbnackt über Sex redet. Und ich hatte mal bei ihr auch das in einem Video recherchiert. Bei Instagram, wenn man guckt, wer ihr so folgt, das sind 13-Jährige. Ja, klar. Ja. Und auch in ihren eigenen Videos sieht man das inzwischen, wenn sie irgendwie auf Events oder in Fantreffen ist und so weiter, da kommen halt richtig junge Mädchen auf sie zu, auch in den Instagram-Stories und so weiter, und wollen mit ihr Fotos machen. Also die kennen sie vom Schulhof. Ich habe neulich, hat mir jemand erzählt, ich weiß gar nicht mehr wer, dass im Schulbus der Kinder auf dem Weg zum Schullandheim, und die waren halt alle irgendwie so, 9 oder 10, da wird halt Sextape und dicke Lippen, ich habe dicke Lippen und die Blasen, wird da als, so wie wir früher Wanderlieder im Schulbus gesungen haben, wird da Katja Krasavitsch im Schulbus. Wir haben die Ärzte gesungen. Ja, wollte ich auch sagen. Also ich habe Kusa Warsch mit Lutsch meinen Schwanz gehört. Also von daher, das war ähnlich. Ja, vielleicht ist das ähnlich. Da warst du noch in der Schule. Ich glaube, Quatsch. Das muss so mit. Wie oft bist du sitzen geblieben? 17, 18 gewesen sein. Ja gut, aber in dem Fall waren das jetzt Leute in der 9. Klasse und nicht mit 18. Ja, also die gucken sich halt diese Videos, in diesen Videos, wo sie halt hingeht. Und halt ein ganz verqueres Bild, finde ich, davon liefert, wie man sich generell als Mensch, aber gerade auch halt an junge Mädchen als Frau verhält. Also auf der einen Seite ist es halt irgendwie emanzipierend, weil sie sagt, hey, ich bin eine Frau und ich nehme mir halt, was ich will. Okay. Oder auch generell positiv mit dem Thema Sex umzugehen. Okay. Finde ich auch aber wichtig, halt, ja. Also das ist auch das, was Gutes, aber gleichzeitig hinzugehen und zu sagen, so, jederzeit zu haben, ne, wenn ich nicht jeden Tag Sex habe, dann geht's mir schlecht, und wenn der Mann nicht so und so ist und so, dann, das finde ich alles so ein bisschen problematisch, weil das halt auch ein sehr komisches Bild von Sexualität liefert. Gibt's auch irgendeine Rapperin, die das ganz krass
propagiert, ich weiß nicht wer. Aber da wollte ich übrigens euch, Lästerschwestern, nochmal danken, dass ihr mir solche tollen Menschen wie Katja Kasewitsch überhaupt ins Bewusstsein ruft. Ich wusste nicht, dass es die gibt. Ich kannte die, ich hab dir nach letzten, ganz toll. Ich hab eine Folge von euch gehört und musste mir das angedacht, wow, genauso wie irgendwann mal Logan Paul, den kannte ich auch nicht. Es ist auf jeden Fall nicht bereichernd, diese Menschen dann doch kennenzulernen. Nee, das ja, eigentlich ist es krass kontraproduktiv, ne, überhaupt darüber zu reden, weil in dem Moment, wo man sich über eine Sache aufregt und eine Sache quasi thematisiert, gibt man dieser Sache Energie und macht sie größer. Mhm. Es ist so, als ob man über einen Shitstorm redet, der stattgefunden hat. Darüber habe ich mir vorhin Gedanken gemacht. Ja, ja, Mist, David, unser ganzes Konzept ist. Ja, wir haben das Thema schon häufiger, wir haben das auch häufiger mal gelesen. Und was macht das mit den Gedanken auch, ne? Wir finden aber, also ich bin da ganz großer Vertreter davon, dass man Dinge ansprechen muss und sie einfach nur niederzuschweigen, wird die Sache am Ende nicht kleiner machen. Und also doch, so eine Komikerin wird es kleiner machen. Ja, aber ich finde, eine kritische Einordnung hilft der denkenden Masse schon durchaus vielleicht mit sich, dabei, sich einige Gedanken dazu zu machen. Masse braucht das, eine kritische Einordnung? Also ist das also teilweise ja. Also man sieht das, man sieht das ja bei uns, wir gehen jetzt völlig weg vom Thema Porno, aber man sieht das bei uns im Subreddit oder auch in Diskussionen auf Twitter und so weiter, dass wir doch regelmäßig Leute haben, also eigentlich bei jeder Folge, die zu irgendeinem Thema kommen und sagen so, ach krass, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also die sagen so, ja, eure Seite finde ich spannend oder krass, weil ihr so drüber geredet habt, finde ich es jetzt scheiße. Also das ist ich meine, das wäre immer dasselbe da. Zu sagen, so, ne, warum müsst ihr euch über Beziehungsthemen und Sex unterhalten? So, ne? Es geht halt um den Diskurs, den habt nur ihr untereinander, aber die Zuhörer machen diesen Diskurs für sich, spinnen den für sich im Kopf weiter. Und ich finde, das ist sehr oft Gedankenanstoß, eure Themen genauso wie unsere Themen. Mhm. Was man selber am Ende daraus macht, das ist ja das Wichtige. Dass man Dingen Aufmerksamkeit beimisst, ist dann... kann man eben nicht vermeiden. Also du hast ja vorhin das Bild mit der 13-Jährigen aufgemacht, die der Katja Kasewitsch folgt, und genauso werdet ihr auch Hörer haben, die jünger sind und vielleicht dann nochmal einen anderen kritischen Blick auf so eine Sache bekommen. Ja. Wenn die vorher nur Katja Kasewitsch gucken, hätten die vielleicht gesagt, ey, guck mal, wie geil. So sind vielleicht welche da, die das nochmal anders einordnen und geben dann die Möglichkeit, einen eigenen anderen Blick drauf zu haben. Oder auch andersrum. Also wir haben auch viele Hörer, die Eltern sind, die jetzt nicht unbedingt diesen Bezug brauchen, aber die vielleicht dann, also als Eltern ihre Kinder besser verstehen, oder die auch als ältere Menschen, die jetzt überhaupt keinen Bezug zu YouTube an sich haben, in diese Welt so einen Einblick bekommen und verstehen. Also wir haben zum Beispiel öfters Leute aus Marketingfirmen, die uns schreiben so, ey, danke, jetzt weiß ich, mit wem ich nicht arbeiten sollte. quasi die sozusagen jetzt sich auch als Informationsquelle holen, weil sie sagen, jetzt sind wir am Puls der Zeit und verstehen, was da gerade los ist. Und wo damit sehe ich auch die Nützlichkeit des Ganzen, weil ihr dann wiederum helft, dass so eine Leute nicht weiter verbreitet. Am Ende muss man sich fragen, wie nützlich ist das alles? Ja, natürlich. Wir machen den Podcast aber nicht, wir haben den nicht angefangen, weil wir dachten so, jetzt helfen wir der Welt hier aber mal eine Ecke, sondern weil wir Spaß daran hatten und ich mich gerne reden höre und Robin eh zu viel Zeit hat. Und Pornos. Genau. Ich wollte von euch tatsächlich gerne noch wissen, seid ihr schon mal auf jemanden getroffen, wo das Thema Porno so gar nicht ging? Also weil es bei Frauen, meinst du? Bei Frauen? Überhaupt nicht, nee. Also es gibt Frauen, die da, habe ich gehört, eifersüchtig sind, aber... Ganz schlimm. Es gibt's bei ganz mir Gefälle. Hatte ich das noch nie in meinem ganzen Leben. Das war immer so, ja, total egal. Also war nie Thema. Ich hatte mal eine Freundin, die wollte mit mir im Porno zusammen gucken, weil sie selber keine konsumiert hat bisher und einfach wissen wollte, wie das ist. Und ich habe dann einen rausgesucht, wo ich dachte, der ist noch einigermaßen okay für beide Parteien. Da wird nur in den Mund gespuckt. So hart war es nicht. Und in dem Moment, wo es wirklich zur Sache ging, hat sie schreckhaft das Ding ausgemacht, mich ausgelacht dafür, dass ich sowas gucke, und Sex gab es an dem Abend gar nicht mehr. Und ich hatte mir so viel erhofft, dass ich dachte, wir gucken hier im Porno, haben währenddessen Sex und es wird richtig geil. Am Ende musste ich dann doch wieder alleine masturbieren. Das ist schade. Das kann es ja auch geben. Ich hatte tatsächlich mal den Fall, da hatte ich eine Freundin vorgeschlagen, doch selber was zu drehen. Diese Erfahrung hatte ich schon vorher auch immer mal wieder gemacht. Und, mit Gesicht oder ohne? Mit Gesicht, so ist ja nur für mich. Aber gut, kann ja immer irgendwie entwendet werden. Ich habe ja mal die... Na, wenn dir das Handy geklaut wird? Gut, auf dem Handy speichere ich es nicht. Okay. Ich habe die HiFi-Cam vom Papa mal mir ausgeliehen. Ja. David dreht ja professionell YouTube-Videos. Ah, ja, stimmt. Der Cutter von David hat das oh, die falsche Speicherkarte. Nee, und da kam das Thema dann irgendwie auf, weil sie sagte, warum denn? Das kommt gar nicht in Frage. Und dann sagte ich, ich wollte ihr das dann sogar noch irgendwie erklären und sagen, so, naja, ne, ich gucke ja dann Pornos, um mir einen runterzuholen, weil Männer sind halt die, wo die Lust eher durch den visuellen Reiz kommen. Ich
ne, Männer, wir liegen halt nicht beim Sex da und schließen die Augen und denken, oh, ich bin jetzt gerade in der Oase und es ist alles voll gut. Wind. Sondern Wind, mehr Wind, bitte. Brüste, Hintern, man konzentriert sich auf das, wo man gerade den meisten Bock drauf hat. So. Und dafür ist dann natürlich das Medium Porno einfach wahnsinnig gut. Und dann ist sie ausgerastet, weil sie dadurch erst merkte, der guckt ja Pornos. So. Der Perverse hier. So, also da war dann das Ding, dass ich sie gefragt habe, dass wir selber was drehen, schon war schon schwierig, aber der nächste Schritt war dann für sie eine absolute Katastrophe. Und da dachte ich, dass es das noch gibt. Und sie sagte tatsächlich so, das kenne ich ja gar nicht. Hat keiner deiner vorherigen Freunde Pornos geguckt? Nein, niemand. Und dann, wow. Das haben sie dir gesagt. Das gibt es nicht. Wow. Aber ja, sie behauptete, keiner der vorherigen Männer hätte das geguckt. Und das war ganz schlimm. Also es war, auch da gab es, glaube ich, über eine Woche keinen Sex dann. Aber ihr habt noch mal danach geschlafen. Wir haben noch schon noch mal danach geschlafen. Okay. Das Thema haben wir überlebt. Okay. Ich glaube, die Welt wäre eine andere und ich frage mich, welche, wenn überhaupt gar keine Pornos existieren würden, wenn es keine Pornos gäbe. Und ich kann nur bei mir sagen, der allergrößte Grund, warum ich keine Pornos gucke, weil es ein Stück weit, ich würde sagen, so 5% meiner Motivation killt. Vielleicht 3%, vielleicht 2%, aber ich bin nicht mehr so 100% fokussiert und motiviert, als ob so ein kleiner Antrieb killt. Generell im Leben oder sexuell? Sexuell sowieso, aber generell im Leben. Krass, okay. Echt? Und ich glaube, man merkt das erst den Unterschied, wenn man aufhört, Pornos zu gucken. Aber liegt so das nicht vielleicht am Masturbieren dann eher? Nee, also ich weiß ja nicht, wie du masturbierst. Du masturbierst noch, aber ohne Pornos. Ja. Und die Pornos sind das hier, was die Motivation killt. Ja. Das finde ich spannend, weil es gibt ja diese ganze Subkultur im Internet. No-Fab, ne? Dieses No-Fab, also Leute, die sagen sozusagen, dadurch, dass ich die ganze Zeit sexuell frustriert bin, habe ich einfach mehr Power. Bin ich mehr Alpha? Das Kollege, was er für 2.500 vermittelt. Kann besser arbeiten. Es wäre so gut, wenn er einfach 10 Stunden da vorne steht und nur sagt, nicht masturbieren. Das wäre aber schöner, wenn er vorne stehen würde und masturbieren würde 10 Stunden lang. Da hätte man wenigstens was für sein Geld. Da, ja, wir haben das ja schon mal fast so erlebt beim Webvideopreis 2014 hat er einen Preis gewonnen und dann war er mit einem anderen Rapper-Kollegen namens Schniesen auf der Bühne, der sich dann die Hose runterzog und seinen kleinen Pipi zeigte. Mhm. So, hat nicht masturbiert, aber es war der Aufreger des Tages. Hervorragend. Ja. Ja. Aber Welt ist besser. Dieses No-Fap-mäßige, da kann ich quasi hinter Psychologie noch hintersteigen, zu sagen, okay, ihr sagt einfach quasi diese Frustration oder die keine Ahnung, dass ihr... Ich glaube, es geht auch viel um Beherrschung, um einen Druck zu unterdrücken, Disziplin. Und sich dadurch besser zu fühlen, weil man sagt ja immer, dass so im Moment, in dem man kommt, ganz viele Männer ein Schuldgefühl auch empfinden. Mhm. Und dieses Schuldgefühl, dass vielleicht kommst du durch irgendein Hormon oder so, was dann dazu kommt, oder durch irgendwas, was in der DNA einprogrammiert ist, weil Männer ja dann quasi ihren, wenn man das rein von der evolutionär betrachtet, dankeschön, deswegen ist er der Schlaue von uns beiden, man quasi seinen Job getan hat in dem Moment und das war's dann möglicherweise, ne? Weil man sich ja theoretisch hätte fortpflanzen müssen und dass man dadurch, wenn man dieses... Die Schuld ist, weil du dich nicht fortgepflanzt hast. Das meine ich gar nicht. Ich habe nur einen Sperma umsonst weggegeben. Ich müsste dann nochmal nachlesen, aber ich glaube, ich habe das mal irgendwie gelesen, dass das evolutionär bedingt ist, dass Männer ein gewisses Schuldgefühl empfinden, wenn sie in dem Moment, in dem sie ihren Orgasmus haben. Mhm. Deswegen sind Männer wohl oft für wenige Sekunden traurig, nachdem sie Sex haben. Ja, das kenne ich auch. Aber das würde ja nicht wie gegen Porno sprechen, sondern gegen Masturbieren an sich. Oder gegen Sex. Gegen Sex. Genau, aber deswegen sage ich ja auch, dass es für mich komisch klingt, wenn man sagt, man lässt die Pornos weg, aber das andere nicht. Aber was ist es denn an Pornos, was deine Motivation kennt? Also warum? Ich habe es nicht rausgefunden. Ich weiß nur, ich habe das Gefühl, dass es so ist. So, wenn ich zum Beispiel abends arbeite und mir dann Porno reingefahren hätte, dann wäre es so, dass ich nicht Bock gehabt hätte, noch 2 oder 3 Stunden weiterzuarbeiten und ohne ist das so. Aber lass mich das jetzt mal so ein Bild darstellen. Also du sitzt vor deinem Computer, hast gerade Excel offen und anstatt, dass du ein neues Tab aufmachst, masturbierst du dann vor Excel und das geht dann deine Motivation weg. Genau, ich mach den Computer. Die 7, ha! 7, so mal aus. Ich mach den Computer schon nochmal ganz kurz zu, weil ich nicht will, dass mich jemand dabei beobachtet und danach mache ich den Computer wieder auf. Aber genauso. Nee. Hast du Bilder im Kopf dabei? Also machst du dir Bilder im Kopf? Weil es gibt ja auch die Theorie, ja, das hatten wir ja mal, wir hatten mit so einem, ich weiß gar nicht, Sexualtherapeuten oder so geredet, der sagt ja, als Mann sollte man gar nicht
sich Bilder in den Kopf machen, die Fantasie an, sondern nur mit sich im Einklang sein. Mit der Stimulation, sein. Mit der rein physischen Stimulation. Nur die rein. Also bei mir nicht. Hast du mal probiert? Ich hab's mal probiert. Das ist mega ätzend und also mega anstrengend. Also für mich würde es nicht gehen. Da mega ätzend, finde ich gut. Wirklich mega ätzend, weil du da musst am Ende nur ein hartes Stück Fleisch prügeln. Das ist einfach nur durch die physische Reibung, dass der Lachs irgendwann aufgibt und sagt, so, okay, komm, hier spuck endlich. Ja, also ist für mich eine Entscheidung, die ich getroffen habe, die ich auch immer mal wieder revidiere, also so alle 6 Monate oder so. Das ist so wie so ein Junkie, der am Cottbusser Tor in Berlin wieder vorbeikommt und denkt so, ach, fuck, ein Schuss. Einmal braunes geht noch. Und da ist auch der einzige Berührungspunkt zu Menschen, die eine Sucht haben. Also ich habe ja auch in irgendeiner Form eine Sucht, ne? Also ne, Arbeitssucht oder Erfolgssucht oder was auch immer es ist. Aber wo ich das verstehen kann beim Pornos, weil ich auch immer mal wieder rückfällig werde. Ich betrachte mich jetzt nicht als Pornosüchtigen, aber versucht mal auf Pornos zu verzichten. Das ist gar nicht so leicht. Nö. So, ich habe es versucht. Und wie war's? Anstrengend. Aber was geht denn in dem Moment als Pornos? Also wirklich nur Pornografie oder auch diese Wind-Pornos, die du auch guckst? Quasi, aber wenn du jetzt back to the roots gehen würdest zu im Dessous-Katalog. Evolutionär gesehen. Im Dessous-Katalog sich Bilder angucken sozusagen. Also sozusagen geht es komplett darum, komplett auf visuelle Stimulation jeder Art zu verzichten oder das nur über die eigene also, Fantasie. Ich glaube, das funktioniert gar nicht mehr. Das habe ich bei mir gesehen früher, wie ich es gerade vorhin sagte, Tutti Frutti hat mich total heiß gemacht als kleiner Junge. Wenn ich das heute anmachen würde, würde ich, glaube ich, nebenbei einschlafen. Ja. Also ich merke auch, dass so Bilder vielleicht einen Reiz auslösen können, dass ich merke so, ich werde in Stimmung versetzt, aber ich würde mir jetzt beim Blick auf ein Bild, glaube ich, fände ich es eher schwierig mittlerweile, weil dann kommt ja eher doch wieder der Kopf in die Gänge und dann könnte ich auch direkt auf das Bild verzichten und nur mich mit meinem Kopf beschäftigen. Und das Spannende wäre, würdest du immer noch auf Tutti Frutti abfahren, wenn du nie Pornos gesehen hättest jetzt in der Zwischenzeit? Oder bist du so überreizt durch Pornos, dass du jetzt immer einen härteren Stimulus oder einen anderen Stimulus brauchst? Damit schließt du ja aus, dass ich zwischendrin selber Erfahrungen sammle. Und ich glaube, der Sex, den ich zwischendrin hatte, ist besser als jeder Porno, den ich je geguckt habe. Und jede Tutti Frutti-Sendung, die ich hatte, da würde ich wahrscheinlich eher dann sagen, dann schließe ich dann wirklich auch eher die Augen und begebe mich in meine Traumwelt. Denn Tutti Frutti, da ist allein schon die Musik und Hugo Egon Balder hätten mich so ein bisschen abgelenkt auf Dauer. Okay, sehe ich. Habt ihr so eine bestimmte Uhrzeit, wo ihr Pornos guckt? Also manche haben ja so ein Zu-Bett-Geh-Ritual. Ich habe Kumpels, die können nicht einschlafen, wenn sie sich nicht einen runtergeholt haben. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das würde mich unter Stress setzen, wenn ich wüsste, jetzt muss ich, bevor ich schlafen gehe, noch irgendwie noch was da reinbekommen. Außerdem hast du es ja schon im Meeting erledigt, wo du unter Stress. Eben. Ja. Robin fragt sich immer. Stresssituation immer wieder. David, hörst du noch zu? Gleich. Ich brauche einen Moment. Nee, also ich habe keine bestimmten Uhrzeiten tatsächlich. Ja, also bin ich schlauer geworden? So ein bisschen, würde ich sagen. Ich habe immer noch mein Bild von Pornos behalten, aber David, was ich auf jeden Fall sagen kann, dass ich viele Punkte, von denen du aufgemacht hast, sehen kann. Also ich glaube, das, was man sich traut, in den sexuellen Kontakten vielleicht auch angeregt werden kann durch Pornos und dass man ein Stück weit eine Normalität entwickelt dadurch. Also wenn ich zurückdenke, Sachen, die ich richtig, richtig schmutzig fand, zum Beispiel das erste Mal mit meiner ersten Freundin Analsex haben, da dachte ich danach, ist sie die Wanderhure und ich bin irgendwie ihr Zuhälter. So war es dann nicht, ne? Hätte ich vorher vielleicht ein Porno geguckt, wer weiß, hätte sich's geändert, kann ich jetzt schlecht sagen, aber so ein bisschen in die Richtung ging es ja bei dir, ne? Und sehe ich. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Wieder was getan. Ein großer Schritt für die Menschheit. Wieder was getan. Ein kleiner Schritt für die Aufklärung getan. Robin, und bei dir bleibt mir im Kopf die Windpornos. Das nächste Mal, wenn ich rückfällig werde, werde ich einfach an Windpornos denken. Die Nische, woher kommt ich das? Habe ich was erpasst? Oder? Ich war auch irgendwie, du hast das irgendwie so komplett selbst entwickelt. Was hast du denn gesagt? Ich meinte einfach als Gag so, also einfach auf so einer Wiese eine leichte Brise. Okay. Eine leichte, kommt ein Hummel vorbeigeflogen. Aber immer noch angezogen. Ich kenne diese Filme, wo man genau im Hintergrund weiß, dass irgendwie die Aufnahmeleitung schreit so, Wind an, wir brauchen mehr Wind. Und das stelle ich mir bei diesen Pornos vor, dass das ist so ganz ganz leicht. Durch die Haare wehen, das ist so wie zärtliche Cousinen, wo dieser komische Filter drüber lag, der alles so wischiwaschi gemacht hat und dann sind sie durchs Bild gesprungen, sind plötzlich gefallen, lagen dann aber zufällig aufeinander und haben sich dann liebkost.
Das habe ich alle Emanuel-Filme, Black Emanuel und die zärtlichen Cousinen. Mann. Hast du alle gesehen? Ich auch. Ich habe das alles geschaut. Und freitags, Peter Steiners Theater. Nee, Peter Steiner hatte auch so. Stimmt. Ja, der hat auch so Sexfilme. Ja, jetzt kommen wir jetzt. Die beiden alten Kerle fangen von früher zu schwärmen. Die Lästerschwestern, wir hatten ja auch die erste Folge aufgenommen bei denen. Im Kanal gibt es sie zu hören. Und sie sind auf dem Podcast-Festival am 13.07. Wir auch. Das wird sehr, sehr schön auf einer ganz kleinen, flauschigen Insel. Also was gibt's da an Gage? Das werden wir noch sehen. Ist ja ein Charity-Festival. Also da kriegt ihr auf jeden Fall gute Laune. Ich liebe, dass ihr das bisher noch nicht einmal gesagt habt, dass das sowas ist. Also, das war beim letzten Mal auch schon der Fall. Ja. Ja? Ja. Wir hängen das halt nicht so an die große Glocke, muss man auch nicht. Nein. Also, aber wir reden jedes Mal darüber und sagen dann immer, wir hängen es nicht an die große Glocke. Ist so, wie wenn man sagt, ich habe einen riesengroßen Penis, aber ich rede so ungern darüber. Ja. Also in diesem Sinne, die Tickets gibt es übrigens auf-die-uhren.com und auf bestefreundinnen.de gibt es die Karten für unsere kleinen versteckten Sommergigs. Und egal, wo ihr gerade seid, ob ihr euch gerade ein Porno anguckt oder nie ein Porno anguckt. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.